So, hallo Leute, da bin ich wieder, der Wackler. Mit meinem zweiten Let's Play zu Zeus. Und ich will gar nicht erst groß erzählen, sondern gleich mal beginnen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich meine Stadt ein bisschen verändert im Gegensatz zum letzten Mal, aber der Spielfortschritt ist der gleiche, so dass ich euch das gleich fortlaufend erklären kann. Das jetzt mal ein bisschen nach Wohngebieten und Kulturgebieten geordnet. So, werden wir uns mal die nächsten Ziele angucken. Und zwar produzieren sie in einem Jahr 48 Marmorplatten. Okay, um das hinzukriegen, müsst ihr hier unten Marmor abbauen. Aber wie ihr sehen könnt, ist noch hier noch die Hydra. Die müsst ihr erst töten. Das heißt, ihr müsst den Tempel, also die Halle für Herkules bauen. Und zwar werde ich die einfach mal hier hinbauen. Weil ich weiß, dass um Herkules zu rufen, muss die Halle eine gute Anbindung zur Kultur haben. Und hier hinten ist das Kulturgebiet. Da werde ich das gleich mal hier mit ranbauen. So, noch schnell die Geschwindigkeit hochstellen. Okay, damit das alles ein bisschen schneller geht. So, 1500 Menschen in der Stadt. Wein. Als erstes. Die Halle des Herkules hat da vorne Zugang zu Kultur. Okay. Und zwar werden wir da mal gleich was machen. Und zwar das Stadion daneben bauen. Feuer in der Stadt. Oh, da müsste gleich schon jemand löschen kommen. Ja, da kommt schon jemand. Okay. Das wird gleich behoben. So. Und zwar wollte ich das Stadion daneben bauen. Genau. So ein Stadion. Hier noch ein Gymnasium. Schauspielschule. Und noch ein Theater. Das dürfte dann reichen. Jetzt müssen wir nur. So, werden wir weitergucken. Spiele gewinnen, das kommt automatisch, indem ihr mehr, zum Beispiel hier das Stadion, Gymnasien baut. Das werdet ihr dann gleich sehen. So, 1500 Menschen in der Stadt. Dazu müsste ich jetzt einfach mal noch mehr Häuser bauen. Aber mein Problem ist gerade einfach, dass ich eine hohe Arbeitslosigkeit habe. Und das heißt 19% arbeitslos. Ich werde gleich da. Ich weiß, dass ich hier nahe das Marmorabbau reiße ich erstmal den Wald ab. Den brauche ich nämlich nicht. Werde ich gleich mal hier anfangen. So. Hier einen Weg rauszubauen. Der hier hingeht. So, hier brauche ich nämlich nachher Lagerhäuser für die Marmorplatten. Die kann ich ja jetzt schon mal hier hinbauen. Die stören ja keinen, die können ja erstmal hier stehen bleiben. So, und zwar muss ich als jetzt beginnt Spiele, die könnte ich dann, wenn ich Glück habe, schon gewinnen. Muss ich eine Brücke übers Wasser bauen. Und hier auch gleich noch eine. Damit dann da die Leute die Marmorplatten abholen können. So sieht das schon mal ganz gut aus. Den Weg können wir wegreißen. Okay. Und das. Da schenkt auch schon der erste Wein. Den brauchen wir auch, um Herkules zu rufen. 32 mal Wein. Da ihr jetzt in dem Szenario noch keinen Wein anbaut, anbauen könnt, kriegt ihr das geschenkt hier. 32 Amphoren mit Wein. 16 auf Lager, da bekommt ihr nachher nochmal 16 geschenkt. Jetzt brauchen wir noch 1500 Einwohner und die Spiele zu gewinnen. Die Einwohner kommen ja schon. Ich werde gleich hier mal noch ein paar mehr Häuser hinbauen. So und so und so. Ja, ich habe zwar zu viele Arbeitskräfte, aber das kann ich ja auch mal schnell ändern noch. Indem ich hier oben oder hier, nee, hier habe ich ja Platz.
ein bisschen noch was an Nahrung anbaue. Den Wald könnte hier in dem Szenario erstmal alles wegreißen, da noch eh noch kein Holz braucht. So. Zack. Brauchen wir nochmal so ein Ding schnell. Unterstützung, ja. Ach, genau. Jetzt ist das mit dem. Erfreulich, neue unsere Philosophen haben die Spiele gewonnen. Na, das sieht doch gut aus. So, jetzt zeige ich euch das schnell mit dem Geld. Dafür müsst ihr einen Palast bauen. Ist jetzt erstmal egal, wo ihr den hinbaut. Könnt ihr hier mit daneben bauen. Denn nur dann könnt ihr auch Steuerbüros bauen. Da überall, wo ihr Wohngegend habt, könnt ihr da in zwei Steuerbüros hinbauen. So. Genau. Und dadurch bekommt er dann auch Geld. Zeige ich euch danach gleich noch, was ihr noch Geld bekommt. So, dann wollte ich hier Käse reinbauen. Und zwar hier baue ich jetzt die Ziegen mal nicht in so eine, sag ich mal, in so ein Gehege, in Anführungsstrichen, rein, denn hier hinten stört's mich nicht, wenn die überall rumrennen. Da können die ruhig. So, und die bringen dann wiederum Käse, sprich Nahrung. Gut, das reicht. Wo ich dann hier jetzt noch zwei Silos hin. So, das stört mich ja nicht, da können die das ja hin. Ah, sieht da noch ein Architektenbüro. Damit hier nichts passiert, genau. So. Was wenn die attraktivere Wohngegend? Ja, da sieht da, da baue ich hier wieder Denkmäler hin. Das habt ihr, kennt ihr aus dem ersten Teil. Und dann läuft das. Besseren Zugang zur Kultur. So, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber das kann ich ja auch hier hinbauen. Ne, ein Podium. Genau, so. Als nächstes gucke ich wieder, was ich noch für Herkules brauche. Das sind nur noch die Amphoren mit Wein. Die kriegt er jetzt demnächst geschenkt. Den Rest habe ich schon erledigt. So, wenn ihr diese ganzen fünf Kriterien erfüllt habt, könnt ihr Herkules rufen. Das zeige ich euch auch gleich. Hier oben ist alles in Ordnung. Ja. Und zwar, die brauchen immer noch Kultur. Da läuft einer durch und die halt entwickeln sich. Das hat man gerade schön gesehen. Wolle. Ja, das wird schon klappen. Hier ist die Käsereien. Das klappt auch alles. So, hier unten. Ja. Das sieht auch schon mal gut aus. Jetzt zeige ich euch noch Handelsposten. Dadurch könnt ihr auch ein bisschen Geld verdienen. Und zwar hier brauche ich noch meine Straße, dass das ein bisschen ordentlich ist. Okay. So, jetzt nächstes Jahr Handelspass wollte ich euch zeigen. Und zwar baue ich da mal hier einfach eine Straße hin, die hoch zum Wasser geht. Hier so hin. Und dann muss ich hier Militär. Ah, seht ihr, die Handelsposten kann ich euch jetzt noch gar nicht zeigen. Na, das mache ich dann im nächsten Teil. So, was ist hier los? Wasser. Warum braucht ihr Wasser? Hier ist doch ein Brunnen. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja. Ah ja, gut. Die laufen in die falsche Richtung mit ihrem Wasser. Aber die werden auch da noch wieder langlaufen und dann klappt das. So, jetzt seht ihr, dass ich ganz schön volle Lagerhäuser habe. Zum Beispiel mit Oliven. Und zwar, entweder baut ihr da noch ein, zwei Olivenpressen. Was ich jetzt mache. Oder ihr verschenkt etwas. Guckt da, was sie brauchen. Guckt
Gut, das braucht jetzt gerade keiner, aber hier, die brauchen zum Beispiel Weizen. Weizen dürfte ich auch genug haben. Dieser Stadt ein Geschenk machen, Weizen, damit eure Lagerhäuser ein bisschen. Schenke ich noch was, und zwar Oliven, damit eure Lagerhäuser ein bisschen entlastet werden. Später dann könnt ihr es auch verkaufen. So. Zugang zu Gymnasium. Okay, jetzt brauchen wir noch einen hervorragenden Zugang zu Gymnasien. Okay, da baut er. Ja, können wir da losschicken. Da fragt jemand um Nahrung. Könnt ihr noch ein, zwei Gymnasien überall hinbauen? Die laufen ja dann auch überall durch und dann läuft das. Jetzt wundere ich mich gerade, warum die Wasserträger hier nicht durchlaufen. Da werde ich mal hier schnell noch einen Brunnen hinbauen. Und dann dürfte das Problem eigentlich auch gelöst sein. Und da ist der Wein. Jetzt dürftet ihr Herkules rufen können. Genau. Der kommt dann von hier unten angelaufen. Das kriegt auch eine Nachricht, glaube ich, wenn der in der Stadt ist. So, jetzt entwickeln die sich auch wieder. Das ist sehr gut. Super. Das klappt. Ja, da müsste gleich Herkules kommen. Bin Herkules. Genau. Freue mich auf eine Herausforderung. So, Was soll ich tun? hier kommt er. Die Stadt ist unübertroffen. Und der ist mit meiner Stadt zufrieden, wie ihr das gehört habt. Und zwar tötet der euch die Hydra. Der läuft dann ganz automatisch dann, da braucht er gar nichts machen. Und dann könnt ihr auch schon anfangen abzubauen. Ja, okay, ich brauche das aber auch gerade nicht. Ich habe da gerade eine Nachricht bekommen, dass der die Oliven nicht braucht, aber gut. Ich brauche das ja auch nicht. So, da ich jetzt auch viel Wolle, viel Oliven und viel Nahrung habe, baue ich mal noch eine Agora, das kann nie schaden. Hierhin, dass sie noch durch die Häuser ein bisschen laufen. Und zwar mit Lebensmittelhändlern, Wollhändler, Ölhändler. Ja, und dann werden wir mal gucken, wie weit der Herkules ist. Da ist er, das werden wir uns mal angucken. Ja, er hat ein Floß dabei, wie man sehen kann. Und dann tötet er die Hydra und dann können wir auch schon anfangen, hinten Marmor abzubauen. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem, aber durch die Marmorwerkstätten werden gleich wieder Leute angestellt und dann ist das okay. So, jetzt haben die hier ein kleines Duell. So, und das war's auch schon. Jetzt, Hydra wurde erschlagen, jetzt kommen wir uns zu dem Missionsziel. Und zwar 48 Marmorplatten produzieren. Damit das jetzt das Ganze mal ein bisschen schneller geht, baue ich auch mal ein paar mehr Steinmetzwerkstätten hier hin. Ja, baue ich hier noch zwei hin. So. Und denkt immer an das Archi. Oh, jetzt seht ihr, das waren schon zu viele benötigte Mitarbeiter, aber das dürfte trotzdem laufen. Ja, hier fehlt einer, aber hier ziehen ja schon wieder mehr ein. Okay, kommen schon wieder Arbeitskräfte. Wenn ihr euch wundert, warum ständig hier Leute kommen, ihr habt ja gesehen, ab und zu entwickeln sich die Häuser auch zurück, wie hier. Da müssen Leute ausziehen und dann kommt von unten aber sofort neue nach, wenn die sich wieder weiterentwickelt haben. Warum die sich zurückwickeln, ist einfach, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Wasserträger lange nicht da durchläuft, sondern sich über andere Wege läuft. Aber eigentlich durchschnittlich laufen die schon da lang und da klappt das. So, jetzt werden wir mal gucken. Die hämmern jetzt hier. Und dann klappt das. So, Lagerhäuser brauchen wir. Ah, wir können ja wieder verschenken. Mal sehen, ob jemand Wolle braucht. Braucht Wein. Verkauft Wolle. Verkauft Wolle. Ja, können wir halt nochmal Nahrung verschenken. Die Wolle verschenken wir auch. Und Hauptsache, unsere Lagerhäuser werden ein bisschen leerer. Produzieren geht ja schnell.
So. Jetzt müsste eigentlich nur noch warten, dass er 48 Marmorplatten produziert und dann. Der freut sich über das Weizen. Schön. Dann habt ihr das Missionsziel erreicht. Ja, hier klappt auch alles. So, ich will noch zeigen, wenn ihr Rechtsklick auf das Steuerbüro macht, könnt ihr auch noch die Steuern hochschrauben. Wenn ihr das wollt, aber braucht ihr eigentlich nicht machen, weil nachher könnt ihr auch noch Waren verkaufen später. Da könnt ihr das alles verkaufen und da kriegt ihr auch noch genug Geld und das dürfte nicht das Problem sein. So, Weizen wird auch. Ist auch fertig. Und die sind alle zufrieden hier. Wohingegen attraktiver wird. So. Wollte einfach hier noch so ein Denkmal hin. Das passt hier gar nicht hin. Stelle ich hier noch eins hin. So. Hier wollte ich noch ein Park hin. Und dann klappt das. Der kriegt auch noch ein Denkmal hinter. Und das war so schon. Oh, ja. Das sollte natürlich. Da seht ihr, was passiert, wenn er keinen Architektenbüro baut, weil der Kollege läuft nicht bis hierhinter. Und da geht das ganz schnell, da krachen diese ein. Aber baue ich schnell eins da neben und dann dürfte das auch wieder gehen. Ja, das, daran müsst ihr immer denken, an die Architektenbüros. So, wie viel haben wir uns schon? Noch keine. Ah doch, wir haben doch schon ein paar. Achso, dieses Jahr. Okay. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch warten. Das kommt dann automatisch. Die Nachricht. Könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, noch ein paar mehr Häuser bauen oder so. Aber eigentlich braucht ihr das noch nicht, denn ihr habt ja genügend Arbeitskräfte. Und Lagerhäuser. Ich baue jetzt einfach mal noch ein paar Lagerhäuser hier hinten hin. Denn das kann nie schaden. So, hier klappt auch alles, ja. Ihr seht Nahrung. Ist halt kein Problem, Nahrung zu bekommen. Durch Weizen und Käse bis jetzt. So, und dann dürfte das eigentlich alles klappen hier. Hier ist alles. Okay. Gut. Der Herkules. Okay. Ja, der läuft dann ab und zu mal durch die Stadt. Den seht ihr dann hier manchmal rumlaufen. Aber jetzt bringt er euch erstmal nichts weiter. Und dann müsst ihr jetzt. Da ist es nämlich passiert. Und das war dann auch schon das Szenario. So, als nächstes könnt ihr euch hier wieder durchlesen, aber das zeige ich euch im Spiel. Und das werde ich euch auch das nächste Mal zeigen. Denn jetzt bin ich erstmal hier soweit fertig. Und da bedanke ich mich, dass ihr euch mein zweites Let's Play angeschaut habt. Und verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.